Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein richtig cooles Video für euch und zwar zeige ich euch heute meine aktuellen Amazon-Favoriten aus den verschiedensten Kategorien, also Haushalt, Deko, Lifestyle, Einrichtungen, Gadgets und so weiter. Alle Produkte werde ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox verlinken. Ja, und dann habe ich in diesem Video auch wieder eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich interessieren, was eure aktuellen Amazon Must-Haves oder Favoriten sind. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, dann bekomme ich oder wir alle noch mehr Inspirationen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dieser richtig coolen Taschentücherbox an. Ich finde die so, so toll. Das ist nämlich ein Haus. Darin kann man eben so eine Taschentuchbox verstauen. Gibt es auch noch in weiß. Und ich finde, das sieht halt einfach richtig cool aus. Auch so als Deko. Weiter geht es dann mit richtig coolen Tablebooks oder Dekobüchern. Und zwar mit diesen. Mit diesen Luxus-Brands. Ich habe hier einmal Louis Vuitton, dann Dior, Prada und Chanel habe ich auch noch. Die sind auf Amazon am günstigsten und ich finde, die sehen einfach richtig toll aus, wenn man die dekoriert. Also entweder man kann die so drapieren und eine Vase drauf, so haben wir es zum Beispiel im Schlafzimmer. Dann habe ich noch welche im Ankleidezimmer in meinem Kleiderschrank. Ich finde, das macht sich einfach so schön. Am liebsten hätte ich davon noch mehr. Ich finde, die sehen halt auch richtig schön aus von den Farben. Einmal dieses zarte Rosa, dann dieses Beige. Sind auf jeden Fall ein Hingucker, aber man kann natürlich auch drin lesen. Da gibt es ganz viel Geschichtliches zum Finden und zum Lesen. Auch ganz interessant. Weiter geht es mit einem meiner Lieblingsartikel im Büro. Und zwar habe ich hier dieses Stabilo Textmarker Set in Pastell. Vor allem sieht es einfach so gut aus. Ich liebe ja Ordnung. Wenn die hier so drin stehen, perfekt einfach. Ist momentan auch sogar reduziert, habe ich gesehen. Erstens macht sich das einfach so schick am Schreibtisch und zweitens sind da einfach richtig schöne Farben mit dabei. Dann habe ich von Starbucks hier diesen richtig coolen wiederverwendbaren Becher. Den liebe ich auch. Vor allem jetzt, wenn das Sommer wieder kommt, man kann den unterwegs mitnehmen oder auch zu Hause. Ich trinke da richtig gern Getränke mit Eiswürfel draus zum Beispiel oder auch Eiskaffee. Und ihr wisst, ich liebe Starbucks und auch Starbucks Tassen und Becher. Deswegen ist der dieses Mal auch in meinen Amazon-Favoriten. Jetzt geht es weiter mit einem richtig coolen Produkt. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und zwar Mini-Fotodrucker von Canon. Das ist einfach so cool. Ich liebe einfach Bilder, Momente, die man festhalten kann, aber eben auch ausgedruckte Fotos. Ich will nicht immer alles nur am Handy haben und deswegen ist es einfach perfekt. Man kann vom Handy aus direkt mit diesem Fotoprinter seine Bilder ausdrucken. Das sieht dann aus wie so kleine Polaroids. Man kann die aber auch einstellen. Also es gibt so viele coole unterschiedliche Einstellungen. Da gibt es eine Canon-App dazu. Man kann zum Beispiel Layouts und Collagen erstellen. Es gibt Vordrucke mit Herzen. Also wenn jetzt zum Beispiel Feste sind wie Valentinstag, da habe ich Basti auch ein Foto ausgedruckt mit verschiedenen Verzierungen und so. Oder zu Weihnachten als Geschenk, wenn man was verpacken möchte, kann man noch ein Foto ganz easy dazulegen. Ich finde, das ist so, so schön, weil es einfach Geschenke auch persönlicher macht. Und generell, ich habe mir letztens erst auch wieder ein Vision Board und auch ein Memory Board zusammengestellt. Da habe ich meine Liebsten, die ich auf den Fotos habe, mit ausgedruckt und habe mir so eine richtig schöne Collage erstellt. Die habe ich im Büro. Da sind meine Eltern mit drauf, meine Freunde und alle alles Mögliche und einfach tolle Momente und ich liebe sowas wirklich und es geht einfach so schnell und easy mit diesem hier. Ist momentan auch reduziert und zwar um ganze 20%, also da spart man echt einiges. Gibt es noch in rosa, aber auch in blau. Weiter geht's dann mit einem auch Lieblingsprodukt von mir und zwar ist das dieser Olivenbaum. Da fragen mich auch immer super viele auf Instagram, wo wir den her haben. Ja, der ist von Amazon. Das ist ein künstlicher Olivenbaum und der macht sich einfach so gut im Wohnzimmer bei uns. Wir haben den neben dem Fernseher stehen. Dann haben wir einen coolen Topf dazu gekauft. Den habe ich von Jysk und dann einfach weiße Steine vom Baumarkt dazu oben drauf gelegt. Ja, und so hält der Olivenbaum das ganze Jahr über und sieht schön aus. Weil bei mir zum Beispiel, ich habe gar keinen grünen Daumen, auch die Zimmerpflanzen, die halten bei mir einfach nicht so lange. Ich weiß nicht warum, weil ich gieße die
Aber irgendwie gehen die bei mir immer ein. So schade, aber der bleibt einfach für immer. Den gibt es in verschiedenen Größen, noch in kleiner, aber auch noch in größer. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das bei mir in der kalten Jahreszeit nicht mehr wegzudenken ist. Und zwar ist das eine Fließstrumpfhose. Die sieht zwar durchsichtig aus, ist sie aber nicht. Die ist so kuschelig warm und innen gefüttert. Und zwar nämlich mit einem hautfarbenen Stoff, dass es so aussieht, wenn man die anhat. Wie wenn man eine ganz dünne Strumpfhose anhat, die nicht komplett blickdicht ist, sondern wo man einfach ein bisschen was durchsehen kann. Ich finde das halt ziemlich schön. Die ist einfach nicht mehr wegzudenken bei mir, weil die einfach so praktisch ist. So kann ich auch in der kalten Jahreszeit meine schönen Röcke und auch Kleider austragen, zu denen eben ich finde, dass keine komplette blickdichte Strumpfhose passt, weil es einfach zu hart ist. Deswegen ist das ein richtiger Gamechanger. Ja, dann zu einem richtig coolen Produkt. Das haben wir hier im Wohnzimmer angebracht. Das ist nämlich ein flexibler LED-Streifen, was momentan auch übelst viral geht. Mit dem kann man entweder verschiedene Dinge formen, wie eine Gitarre, eine Prinzessinnenkrone oder einfach nur so ein cooles LED-Band, das geschwungen ist. Wir haben es in geschwungener Form eben und das ist so praktisch. Das kann man in, das ist Smart Home von der Firma Guvi. Da kann man so viele verschiedene Dinge einstellen, das glaubt ihr nicht. Man kann zum Beispiel auch einstellen, dass dieses LED-Band auf Musik oder auf Stimmen anspringt. Also wenn Musik ist, dann wechselt das die Farben und auch Bewegungen. Kann man sogar mit KI steuern und man kann aber auch eine ganz normale Farbe einstellen. Und dann gibt es super viele auch verschiedene Programmierungen schon, wie zum Beispiel Frühling. Es gibt so viele Einstellungen, das glaubt ihr nicht wirklich. Es gibt auch verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel natürlich, Festival, Leben, Gefühl, Tanz, Film, Musik, alles Mögliche. Und da gibt es dann wieder verschiedene andere Einstellungen, wie zum Beispiel süß oder romantisch. Verschiedene Farben, aber auch Date, Film, dann zum Beispiel bei Festival, Neujahr oder Weihnachten. Halloween gibt's, Valentinstag gibt's, mit so richtig schönen Farben und so einer Bewegung sogar. Es gibt so viele coole Sachen. Ich liebe den Streifen. Ist aber auch ganz cool fürs Kinderzimmer zum Beispiel. Eine Freundin von mir hat das bei ihrem Kind im Kinderzimmer. Auch richtig cool. Frühling gibt es zum Beispiel mit diesen ganz wundervollen Farben. Oder auch, was gibt es noch? Ein Meteorregen. Das sieht doch so aus. Aber man kann den natürlich dann auch ganz normal einfarbig lassen. Mit einem warmen Licht, mit einem kalten Licht. Weiter geht's mit diesem tollen pastellfarbigen Register. Ich liebe das. Das habe ich in meinen Dokumenten und auch Ordnern eingeheftet. Zum Beispiel auch in meinem Steuerordner. Und da mache ich tatsächlich viel lieber meine Steuer, wenn was einfach gut aussieht und wenn was gut organisiert ist. Das ist jetzt 12-teilig, also perfekt für die verschiedenen Monate. Und ich liebe einfach diese hellen Pastellfarben. Dieses Hellblau, dieses Rosa, dieses Hellgrün. Ja, und dann geht es weiter mit einem Putzartikel, würde ich sagen, für den Haushalt. Und zwar mit dieser richtig coolen elektrischen Reinigungsbürste. Die kommt mit 8 verschiedenen Aufsätzen. Also das ist so genial. Man kann die verschiedensten Sachen putzen, zum Beispiel Fliesen oder im Bad, aber auch unsere Küchenarbeitsplatte haben wir schon gründlich gereinigt. Unseren Herd, das sieht einfach so satisfying aus. Ich liebe ja sowas. Das kommt aber auch sogar mit einem Teleskopgriff. So kann man auch in verschiedenen Bereichen arbeiten, zum Beispiel auch die Dusche, aber man kann die auch im Auto verwenden und sowas. Es wird einfach alles so schnell und super sauber. Man kommt auch mit der in jede Ecke. Hier könnt ihr jetzt meine letzten 2 Videos sehen. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren. Das war's jetzt schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.